Das Mittereckerstüberl liegt abseits vom vielbesuchten Offensee. Einheimische machen gerne einen kleinen Spazierer in das Tal entlang des Schwarzenbaches. Nach der Brücke zweigt von der Forststraße der Almweg nach rechts ab. Ab nun geht es auf einem gemütlichen Steig durch den Wald immer tiefer ins Tal hinein. Da im Winter Lawinen abgehen, ist der Weg erst ab Mitte Mai begehbar. Im gemütlichen Mitteeckerstüberl kann gejausnet werden. Für Kinder gibt es eine Kletterwand und einen Kletterfelsen. Hinter dem Mitteeckerstüberl entsteht im Frühjahr der Wiesensee. Dieser verschwindet nach der Schneeschmelze wieder, wie wenn es ihn nie gegeben hätte. Zurück geht es über den Ursprungweg entlang des tosenden Schwarzenbaches zurück zum Ausgangspunkt. Im Buch findet ihr dazu weitere hilfreiche Details. Außerdem habt ihr damit den perfekten Überblick über die schönsten Familienwege.